Hallo zusammen, hier ist wieder Chiller und hab wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt's heute wieder so einen kleinen Pet-Guide. Heute geht's um ein Pet, das wir mit 9.1.5 mit ins Spiel bekommen haben. Und zwar ist das hier Gurgel, den ich hier nebenbei schon stehen habe und der Kollege natürlich auch, der daneben steht. Und ja, wie wir dieses kleine süße Murloc-Pet kriegen können, will ich euch jetzt mal zeigen. Beziehungsweise erst schauen wir uns jetzt mal an. Hier haben wir Gurgel, ist ein humanoides Murloc-Pet. Und ja, ich würde sagen, wir schauen mal rein, wo wir das Viech bekommen können. So, als allererstes müssen wir ins Nordend Dalaran. Und zwar befinde ich mich hier schon mal, also sprich hier auf die verheerten Inseln und dann hier einmal nach Dalaran und hier dann auf den Koordinaten 56, 43. Hier haben wir dann ein Gebäude, das ist der Haustiershop in Dalaran und hier kriegen wir jetzt eine neue Quest mit 9.1.5. In diesem Haus haben wir hier die Questgeberin und die gibt uns die Quest Haustierdetektiv. Die können wir einmal annehmen. Und jetzt haben wir hier einen Extra-Button und ja, wir müssen in Dalaran ein bisschen was untersuchen mittels diesem Extra-Button. Und den können wir jetzt hier aktivieren. Und jetzt müssen wir quasi irgendwas finden. Jetzt gucken wir mal. Ah, schau mal, hier haben wir was gefunden. Und zwar ist das ein unsichtbarer. Die Katze ist aus dem Sack. Warum spioniert ihr den Laden aus? Okay, klicken wir mal den Dialog an. Klicken wir uns mal ein bisschen durch hier. Okay, also den ersten Spion haben wir schon mal gefunden. Jetzt müssen wir hier hinter und auch nochmal mehr Spione finden. So, den zweiten Spion habe ich jetzt hier vor der violetten Festung gefunden. Der ist quasi hier am Eingangsbereich dran. Mit dem können wir dann auch nochmal quatschen. Dann haben wir den dritten Spion hier draußen. Das ist dann so ein bisschen außerhalb quasi von Dalaran. Da müsst ihr einmal hier quasi drüber fliegen. Quatschen mit dem auch nochmal. Schauen wir mal, ob wir noch einen vierten brauchen. Okay, damit haben wir alle drei Spione quasi einmal befragt. Und da war schon was vom Auge von Ashara quasi die Rede. Mal gucken, ob wir da gleich hin müssen. Die Quest können wir ja jetzt wieder abgeben gehen. Und wo müssen wir jetzt als nächstes hin? Lass mich raten, zum Auge von Ashara. Ah ja, wir müssen zum Auge von Ashara, was der Letzte auch uns schon gesagt hat. Und da fliegen wir jetzt dann einmal hin. So wie es aussieht, ist das hier nicht die Instanz, sondern tatsächlich die Zone, die sich hier unten befindet. Aber da werden wir uns dann gleich wiedersehen. So, wir sind jetzt einmal runtergeflogen zum Auge, das Auge Asharas, so rum. Und zwar, hier haben wir ja Dalaran, ne? Und hier einfach runter müsst ihr fliegen. Also nicht in die Instanz. Hier ist ja der Instanzeingang, sondern ihr müsst einfach runterfliegen zu der wirklichen Zone. Und wenn ihr dann in der Zone seid, hier auf den Koordinaten 73, 68 müsst ihr her. Und da müssen wir dann jemanden heilen. Und zwar haben wir hier so einen Vogel, den wir heilen müssen. Es sind anscheinend insgesamt drei NPCs. Den ersten haben wir geheilt. Dann müssen wir auf die andere Seite der Insel. Oder dieses kleinen, ja, dieser kleinen Insel hier. Dort haben wir dann den nächsten. Hier haben wir einen... Muss ich den Goblin heilen? Ja. So wie es aussieht. Ja, müssen wir den Goblin heilen. Und jetzt müssen wir noch ganz an die letzte Spitze. Und was haben wir da? Dort haben wir noch eine nette Schildkröte. Die heilen wir dann auch noch mit dem Teil. Und damit müsste die Quest auch schon abgeschlossen sein. Jetzt können wir zu dem Goblin rüberfliegen und geben das einmal ab. Und was haben wir als nächstes? Wir müssen mit Flinky... vier Hauspil-Waffen entlang der Küste im Auge Asharas sammeln. Okay, also hier Flinky ist die Schildkröte, die wir geeilt haben. Da können wir quasi aufsteigen. Und jetzt müssen wir Sachen eintüten, Haustierbedarf. Und dazu haben wir drei Buttons. Einmal einen Speed, so wie das auch... Naja gut, Speed relativ. Dann haben wir Betäubungskreisel und wir haben eine Heilung. Ich vermute, uns wird auch was angreifen. Und ich sammle jetzt hier mal so ein bisschen das Zeug ein. Das haben wir da. Mal gucken, vielleicht sind wir ja im Wasser einen Ticken schneller. Naja, und diese wirklich... Benutzen wir mal... Ah! Schaut mal, dieser Kreisel, der wirft uns auch nach vorne. Okay, also das ist auch ein kleines Speed-Item. Und jetzt müssen wir hier so ein bisschen was eintüten. Ja gut, die Säcke sehen wir hier relativ gut, würde ich sagen. So, mich hat es aus Flinky irgendwie rausgeschmissen. Warum auch immer, und konnte nicht mehr rein. Dann ist mir aufgefallen, das Zeug kann man auch einfach so abfliegen, ne? Aufmachen. Wenn ihr Druid seid, dann könnt ihr das vom Flugmount aus machen, beziehungsweise mit den anderen Klassen müsstet ihr halt die Mobs umhauen, aber ihr seht, die sind auch nicht sonderlich stark. Also eigentlich könnt ihr direkt aus Flinky aussteigen
und das manuell machen, weil, naja, diese Schildkröte ist nicht sonderlich schnell und so. Es war jetzt eigentlich lucky, dass ich rausgeflogen bin durch irgendeinen Bug und ich quasi das dann gesehen habe, dass ich das so wesentlich schneller erledigen kann. So, die Quest haben wir erledigt. Jetzt müssen wir uns einen Schlüssel beschaffen und zwar müssen wir dafür auf die andere Seite rüberflattern. So, wir sind jetzt auf der anderen Seite der Insel und hier müssen wir Piraten töten, die wiederum Schlüssel droppen und mit den Schlüssel kann man dann hier diese Käfige aufmachen. Wichtige kleine Randinformation, wenn das bei euch so ist wie bei mir, dass da ewig viele Leute sind und keine Piraten, die Piraten spawnen jetzt nicht so extrem schnell und im Moment wollen halt viele diese Quests machen, macht am besten eine Gruppe auf, jeder, der einen Piraten lootet, kriegt einen Schlüssel, kann das aufmachen und das zählt in der Gruppe. Also tut euch einen Gefallen und den anderen auch. Geht in eine Gruppe, dann könnt ihr diese Quest wesentlich schneller abschließen. Ich bin jetzt hier erst irgendwie ein paar Minuten rumgeflogen, habe keinen einzigen Piraten gefunden. Und jetzt mit einer Gruppe geht es tatsächlich ein bisschen besser, sonst klaut man sich das Zeug nur gegenseitig weg. Sobald man dann sechs Mobs hier aus den Käfigen befreit hat, kann man quasi zurück und dann einmal die Quest abgeben. So, dann sind wir zurück beim NPC. Geben wir das mal ab. Und ihr seht schon, jetzt als nächstes gibt es dann direkt auch schon das Pet. Hierfür müssen wir dann einen Ausbilder besiegen. Der ist natürlich wieder auf der anderen Seite der Insel. Sodala, wir sind jetzt hier rüber geflogen auf die Koordinaten 31, 58. Dort haben wir den NPC, den wir besiegen müssen. Ich habe keine Ahnung, was der für Pets hat. Ich habe jetzt einfach mal meine XT-Cleave-Kombi drin. Mir wurde gesagt, der ist relativ einfach und ihr könnt ihn mit jeglichen maximalstufigen Pets, also 25er Pets, besiegen. Wir gehen jetzt einfach mal ran. Wir haben einen Fliegen, dann haben wir Google, das ist das Pet, was wir uns holen wollen. Das ist ein humanoides und dann haben wir noch ein magisches Pet. Sprich, meine mechanischen sind da jetzt auch nicht gut gegen. Ich benutze meistens immer diese XT-Kombi, weil man mit denen eigentlich ganz entspannt mal ehen kann. Hat der einen Random? Ach nee, das ist einfach nur das Symbol. Ne? Ich dachte gerade Fragezeichen, man weiß nicht, was das für ein Ding ist. Ich benutze ganz gern die XT-Kombi, weil ich kann da ein bisschen cleaven, dann geht es oft ein bisschen schneller. Die sind jetzt nicht besonders stark, die Pets, die ich hier habe, aber mit denen muss ich halt wenig klicken, deswegen benutze ich die tatsächlich relativ gerne. Das Schöne ist, man kann mit dem Herzbrecher einfach einmal den Schaden von seinem Pet um 100% erhöhen und dann haut man dieses betäubenden Wutanfall rein. Der geht 3 Runden und cleaved einfach die Gegner so ein bisschen tot. Da muss man relativ wenig klicken. Ist eine angenehme Sache zum Pet-Battlen. Gegen einige Meister hilft das auch ganz gut, aber der scheint hier relativ easy zu sein. Das sind alles normale Pets, wie ihr seht. Keine irgendwie krassen Legendary-Pets, die dann 50% weniger Schaden oder so kriegen. Also das solltet ihr mit den meisten 25er hinkriegen. Solltet ihr im Pet-Battle Probleme haben, es gibt immer bestimmte Kategorien an Pets, die stärker gegen andere sind. Zum Beispiel Untote waren, glaube ich, gut gegen Humanoide und dann ist es so, ich glaube, Drachen waren gut gegen Fliegende? Gegen Magisch weiß ich jetzt gar nicht, was da gut war. Aber das seht ihr dann immer auch an den Zaubern quasi. Also wenn ihr da Probleme habt, könnt ihr euch auch Pets, die ihr zur Verfügung habt, nehmen, die quasi gut gegen die jeweilige andere Art sind. Das steht dann auch immer dabei, welche Zauber quasi mehr Schaden gegen die Art machen. Aber ihr seht, also das war hier eine relativ einfache Sache. Kampf haben wir gewonnen. Und jetzt können wir das wo abgeben? Wahrscheinlich wieder einmal zurück in Dalaran, vermute ich jetzt mal, oder? Ah ne, wir müssen ihn noch retten. Wir sind noch gar nicht fertig hier. Wir müssen ihn nur anklicken. Da hinten können wir ihn einmal anklicken und jetzt haben wir ihn quasi gerettet und jetzt müssen wir nach Dalaran zurück. Oh, mein Ruhestein hat gerade noch ein paar Sekunden Zeit. Wir sehen uns dann gleich in Dalaran wieder. So, wir sind jetzt einmal zurück in Dalaran. Jetzt können wir die Quest abgeben und dann müssten wir unser Pet kriegen. Er läuft mir auch schon hier nach, seht ihr das? Gurgel, das geben wir einmal ab und tada, da haben wir Gurgel im Inventar. Damit sind wir auch schon fertig mit der kleinen Questreihe, haben unser Pet eingetütet und mehr ist es tatsächlich auch nicht. Gut, das war's mit dem kleinen Videoguide. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.